So Leute, es ist direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs, denn wir haben in den letzten 48 Stunden doch schon eine sehr interessante Preisentwicklung gesehen und Bitcoin hat tatsächlich eine neue Reversal-Chance, die sich jetzt aktuell auf den Charts formt. Bevor wir jetzt aber tatsächlich direkt mal in die Charts springen, eine ganz wichtige Sache noch. Heute Abend gibt es tatsächlich ein paar komplett kostenlose Token, die ihr euch abholen könnt, wo natürlich VLaunch, Leute, ihr wisst es ganz genau, VLaunch wird tatsächlich jetzt morgen die Whitelist öffnen, damit ihr eure komplett kostenlose IDO-Allokation bekommen könnt. Aber große, große News, Leute, heute Abend, das heißt höchstwahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, wird es sogar eine weitere Free IDO-Allocation geben für Rainmaker Games, $200.000. Geht einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung, schaut euch hier dieses Announcement-Video an, was jetzt einfach mal kurz in den letzten 45 Minuten bereits 6.600 Likes erhalten hat und verpasst definitiv nicht morgen die Free IDO Location von VLaunch und natürlich auch nicht die Free IDO Location hier von Rainmaker Games, die ihr euch einfach mal vor dem VLaunch Launch noch schnell abholen könnt. Jetzt lasst uns aber nicht großartig drum rumreden, sondern lasst uns jetzt direkt mal in die Charts springen. So wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video hier mal einen Daumen nach oben gebt. Vergesst natürlich nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren und schreibt mir einen Kommentar mit eurer Meinung zu dem Video in die Kommentare. Und dann würde ich jetzt sagen, springen wir direkt mal in die Charts. Was ist denn in den letzten Stunden beim Bitcoin-Kurs passiert? Als allererstes mal schauen wir uns doch mal das Fractal an, über das ich tatsächlich in meinem letzten Video geredet hatte. Dafür müssen wir natürlich mal ganz kurz hier auf den 12-Hourly-Timeframe rüber switchen. Da können wir schon relativ schnell sehen. Ah, Moment, ich muss hier ganz kurz einmal die Linie redrawn. Die hat sich verschoben. Boom. Vom 4-Hourly Candle. So, boom. Da seht ihr auch schon, das war das Fractal, über das wir tatsächlich in dem letzten Video von mir geredet haben, auf dem 12-Hourly Timeframe. Und was da tatsächlich passiert ist, ist nicht allzu viel, denn wir haben zwar ein kleines Breakout nach unten gesehen, aber beim Retest von der nächsten 12-Hourly Candle, die danach eröffnet hat, nachdem wir das Breakout nach unten gesehen haben, ist tatsächlich keine Bestätigung geworden. Nein, die Bullen haben es sogar geschafft, einfach tatsächlich wieder in diesem Pattern die 12-Stunden-Kerzen zu schließen. Und seitdem steht natürlich alles wieder für den Bitcoin-Preis offen. Wir könnten hier tatsächlich weiterhin nach oben ausbrechen aus diesem Fractal, was auf jeden Fall schon mal ein ganz gutes Zeichen ist, auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal diese Low Points connecte, dann sehen wir schon relativ schnell, dass das Ganze hier tatsächlich ein kleiner Downtrend-Kanal auch werden könnte. Man muss aber sagen, in jedem Fall, egal ob das hier ein Downtrend-Kanal ist, egal ob das hier ein symmetrisches, ein Descending Triangle ist, in jedem Fall ist die einzige wichtige Sache, die der Bitcoin-Preis machen muss, diese Downward Sloping Resistance zu brechen. Das ist das Einzige, was der Bitcoin-Kurs schaffen muss. Aktuell befindet sich diese bei einem, ja, beim 49.300-Dollar-Level ziemlich genau. Das heißt, wenn wir den heutigen Tag bei 49.300 Dollar beenden, da muss man ganz klar sagen, sieht es plötzlich doch schon wieder sehr, sehr bullisch für den Bitcoin-Kurs aus. Aber solange wir diese abwärts trendende Widerstandslinie hier nicht nach oben hin durchbrechen, müssen wir weiterhin davon ausgehen, dass Bitcoin nochmal etwas aggressiver runter korrigieren könnte. Denn wie gesagt, solange wir die nicht gebrochen haben, haben wir nicht mal die Chance, hier zum Beispiel das Bump and Run Reversal möglich zu machen mit dieser Widerstandslinie, die wir auf dem 12-Hourly Timeframe haben. Und generell befinden wir uns natürlich unter sehr vielen ehemaligen Supports, die jetzt natürlich zu Widerstand geworden sind. Das heißt, selbst wenn wir nach oben ausbrechen, muss man natürlich sagen, sollte man weiterhin vorsichtig sein und dann jetzt nicht direkt ultra bullisch werden. Einfach aus dem Grund, weil, naja, wie gesagt, wir haben noch eine extreme Summe an ehemaligen Supports, die jetzt zu Widerstände geworden sind, über uns. Und aus dem Grund muss man einfach ein bisschen die Bälle flach halten, muss einfach diese abfallende Widerstandslinie im Auge behalten. Ich werde euch natürlich darüber updaten, sollten wir diese nach oben hin mit einer Bestätigung durchbrechen, damit ihr dann bereit seid, im Zweifelsfall eben eure Long-Position hoch zu skalieren. Ich persönlich bin ja immer noch in einem kleinen Long-Trade drin, den wir damals beim Diamond Breakout, als wir nach oben ausgebrochen sind, eröffnet haben. Von dem haben wir aber, als das Preistarget erreicht wurde, auch ein bisschen Profite genommen. Den Rest des Trades habe ich natürlich noch offen gelassen. Da haben mich ein paar Leute gefragt, was denn mit diesem Trade ist. Der ist weiterhin offen, relativ klein im Vergleich zu meinen anderen Positionen, $500.000 Position Size. Normalerweise, ihr wisst es, ich hatte schon 19, 25, 30 Millionen Dollar Trades. Das heißt, das ist wirklich eher ein kleinerer Trade. Einfach nur, um darauf vorbereitet zu sein, sollten wir nach oben ausbrechen, damit ich nicht gar keine Position im Markt habe. Aber wie gesagt, bis jetzt ist es noch sehr, sehr gefährlich, sage ich jetzt mal, weil einfach beide Szenarien für die Bären als auch für die Bullen noch extrem, extrem realistisch sind. Jetzt, Leute, würde ich aber tatsächlich sagen, wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Geht jetzt definitiv in die Videobeschreibung, followed VLaunch auf Twitter. Ihr meint, ich sehe jetzt, guck mal, während meinem Video 75 Follower. Das Projekt eskaliert und explodiert aktuell komplett. Die Webseite VLaunch.com ist ja auch bereits online. Wie gesagt, wenn ihr das Video seht, wird wahrscheinlich die Whitelist bereits geöffnet sein, hier für die Free Rainmaker Gaming $200.000 Allocation für die Community. Und
Ansonsten, wie gesagt, morgen geht die Whitelist los für vlaunch.com an sich, um die Free IDO Location in diesem Projekt zu bekommen. Das heißt, wie gesagt, Twitter folgen, den Telegram-Gruppen, in die Telegram-Gruppen kommen und dann seid ihr auch schon ready to go und werdet das nicht verpassen. Jetzt würde ich aber sagen, sehen wir uns. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.